Guten Morgen, Witfam. Was geht, Leute? Willkommen zu Tag X. Heute ist der Tag, an dem ich meine beste Form haben muss. Es ist jetzt 7:20 Uhr. Die Haselnuss holt mich um 9:30 Uhr ab. Um 10 Uhr fangen wir an, Bilder zu machen. Das sind die Shootings. Ich werde heute nichts mehr trinken. Vielleicht nur ab und zu kurz vorm Aufpumpen ein bisschen Wasser, damit die Kohlenhydrate auch wirklich in den Körper reingehen. Jetzt gibt es ein oder zwei Packungen Reiswaffeln und dazu wahrscheinlich bzw. höchstwahrscheinlich Erdbeermarmelade und oder Aprikosenmarmelade. Schauen wir mal. Bisschen kurzkettige Carbs jetzt, trinken eben nichts mehr. Ich muss jetzt schauen, wie ich mein Kalium reinkriege in meine Brausetablette, ohne zu trinken. Ist die gute Frage. Und dann nehme ich das hier noch mit. Gummibärchen. Wie gesagt, Leute, willkommen zum Vlog und zum Tag X. Heute wird abgerechnet. Aber jetzt esse ich erstmal Reiswaffeln mit ein bisschen Marmelade. Wie gesagt, Gummibärchen gibt es ja noch auch noch. Das war's dann. Ja. Jetzt gibt es Reiswaffeln mit Marmelade und ihr dürft mir beim Essen zuschauen. So Leute, ich habe jetzt hier eine reintan, da ich drei nehmen muss vor dem Shooting und ich nicht so viel Wasser trinken will, beziehungsweise darf, tue ich da gleich einfach alle drei rein und trinke ab und zu einen kleinen Schluck. Das nehme ich dann auch mit, weil ein bisschen Carbs soll man ja. Ein bisschen Wasser soll man ja trinken, damit die Carbs in den Muskel gehen, zum Transport quasi. Und deshalb darf ich jetzt einen kleinen Schluck nehmen. Aber erstens aufgelöst ist, wie gesagt, drei Stück sind jetzt drin, das sind jetzt 4,68 Gramm Kalium da drinnen. Das Gesündeste ist es mit Sicherheit nicht. Aber was soll ich machen? Oh ja, das tut schon ziemlich weh im Mund. Da brauche ich nichts mehr. Ich trinke nichts mehr. Das war jetzt einmal. Lass mich ja noch mal. Ach. Yo, 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 what geht ab? Leute, ich habe jetzt mir ein bisschen Wasser noch drauf getan und habe mir jetzt die Brausetabletten reinzogen. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 4,68 Gramm Kalium drin und das muss jetzt reichen. Und jetzt lege ich mich noch hin, schwitze ein bisschen und warte, bis die Carbs reingehen. Hofft, dass dann besser wird, dass ich voller werde und gestreifter werde, aber momentan schaut es nicht so gut aus, also ehrlich nicht. Vielleicht bin ich einfach noch zu leer, vielleicht habe ich überladen, ich habe keine Ahnung. Sobald ich es weiß oder rausgefunden habe, sage ich so, ich zocke jetzt ein bisschen Pokémon. Die Haselnuss kommt in einer halben Stunde und bis dahin mache ich mich dann fertig. Die Haselnuss kommt in einer Dreiviertelstunde, in einer halben Stunde mache ich mich fertig. Wir sehen uns dann. So Leute, wir sind jetzt im Auto, die Haselnuss fährt mit der Gangster-Sonnenbrille. Bei mir gibt es jetzt Gummibärchen, dass ich vielleicht noch ein bisschen voller werde. Muss ich schauen, weiß ich nicht. Ich fühle mich ultra flach. Und irgendwie gefällt mir meine Form gar nicht. Irgendwie hat es mir vor dem Entwässern besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Naja, schauen wir mal, wie es wird. Yo, Vlog, was geht? Wir sind jetzt da. Schaut euch das Killer-Auto an. Das ist so dreckig. Von der Haselnuss. Das ist dreckig wegen Blüten, Sahara oder Möbenstaub. Das ist einfach dreckig. Wir gehen jetzt ins Gym, die Form ist immer noch nicht besser, aber die Adern kommen langsam, weiß nicht, sieht man sie? Ja. Ja, langsam besser, ich habe jetzt 200 Gramm Gummibärchen gegessen. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe einfach zu wenig gegessen. Zu wenig Kohlenhydrate, weil insgesamt habe ich jetzt 1,5 bis 1,6 Kilogramm Kohlenhydrate geladen auf 3 Tage. Und ich wiege halt doch 83 Kilo ungefähr. Und vielleicht ist es doch zu wenig Muskulatur, weil ich ja doch ziemlich Beine habe, dicke. Die ziehen, glaube ich, schon einiges an Carbs weg, um ehrlich zu sein. Aber sowas weiß man halt beim ersten Mal nie, gell Schatz? Und das ist der Scheiß. Jetzt schaue ich, hole ich das Beste raus. Wenn die Form morgen besser ist, kann ich am Morgen Fotos machen. Wenn sie übermorgen besser ist, ist sie übermorgen gut. Aber das Gute ist halt, ich bin jetzt definiert relativ. Und das heißt, ich kann weiter diäten und dann nochmal probieren und alles. Das ist ja kein Stress. Ich wollte es euch mal sagen und auf dem Laufenden halten, wir gehen jetzt ins Gym. Dann pumpe ich mich ein bisschen auf, mache mal ein paar Fotos und Videos
Und ja. Die werdet ihr dann wahrscheinlich in einem anderen Video sehen. Jo, was geht, Leute? Wir sind jetzt fertig. Ich werde jetzt dann, wenn ich sage hier, werde ich ein paar Fotos und Videos einblenden, oder soll ich das machen? Ja. Und zwar hier. So, das habt ihr gesehen, das waren jetzt nur Fotos aus dem Gym und Videos aus dem Gym ein paar. Natürlich nur die, die am besten geworden sind, ist ja klar. Problem bei meiner großen Digitalkamera, Problem bei meiner großen Spiegelreflexkamera ist, das Objektiv ist scheiße und der fokussiert nicht richtig, aber die Qualität wäre halt viel besser als vom Handy. Haben wir jetzt gemerkt. Ich dachte, dass mein Handy besser ist. Die Ausnahme habe ich vom Gegenteil überzeugt. Jedenfalls fahren wir jetzt woanders hin zum Shooten. Und genau. Es werden natürlich noch weitere Videos und Vlogs, da ich ja weiterhin vlogge. Ich muss pupsen. Folgen. Und vielleicht kann ich mein Alien Games Video dann mal anders machen oder heute im Laufe des Tages noch ein Essen irgendwann. Schauen wir mal, Leute. Auf jeden Fall viel Spaß beim weiteren Vlog. So, Leute, wir haben jetzt hier in dem Parkhaus geshootet, bei einem Einkaufszentrum. Und übelst krass, ich werde jetzt flach. Also ich laufe nicht zu. Ich merke, dass das Wasser und die Carbs fehlen. Also wirklich jetzt. Deshalb gehen wir jetzt in Edeka rein und dann werde ich mir was zum Fraisen holen. Trinken habe ich dabei. Pinkeln muss ich auch unbedingt. Und pupsen muss ich auch die ganze Zeit irgendwie komischerweise, weil das liegt an dem Brokkoli gestern. An den Brokkolis die letzten zwei Tage. Und richtig geile Aufnahmen. Also meine Bauchmuskeln haben richtig gut ausgeschaut. Und wenn ihr da mehr sehen wollt davon, dann checkt meinen Instagram-Channel ab. Link ist in der Description. Die Fotos und Videos hat die Haselnuss gemacht. Auch deren Link werde ich in der Description-Box verlinken. Vom Instagram-Channel und, besser gesagt, vom Instagram-Account und vom YouTube-Channel. Zockerprinzessin, aka Jess, aka Haselnuss. Alle beiden Links in der Description-Box. Und wir gehen jetzt zum Edeka, können wir was zu fressen, gepinkeln und dann sehen wir uns wieder, wenn es was Neues gibt. Leute, ich wollte euch mal ein Outfit zeigen, das heute on point ist. Schaut mal an, wie fesch ich ausschau mal. Bin ich mir so abgefuckt wie in den Vlogs. Nimm mal. Mega, oder? Ja. Meine Laune ist auch besser, ich glaube, das merkt man. Oder? Also, es gibt's Essen, kurzkettige Carbs. Können natürlich Bananen essen, gell, aber wer isst schon Bananen? Bananen. Obwohl ich ja gesagt habe, ich mache eine Isis Bananenreis-Challenge. Das hat die Haselnuss noch gar nicht gehört, aber das werde ich machen. Richtig geil. Hashtag Isis Bananenreis. Wer das schaut bis hier, schreibt in die Kommentare Hashtag Isis Bananenreis. Schmeckt mega geil, ich sag's euch. Jetzt sind wir im Edeka. Jetzt gehen wir zu den Süßigkeiten. Du brauchst nichts, oder? Gehen wir zu den Süßigkeiten. Schauen wir mal, was es gibt. Möglichst ohne Fett natürlich, sondern nur Zucker. Erstmal das hier. Ledersohle. Ziehen wir jetzt trotzdem eine Tafel Schokolade rein. Mini Milka Oreo. Und hier nehmen wir dann weniger. Ich will nichts. Ich habe mir jetzt Milka Oreo genommen und Haribo. Zum Wald fahren wir noch, die machen wir und dann ist es aus. Deshalb, bis gleich. So Leute, ich habe mir jetzt meine Oreo-Tafel und meine Kirsch-Gummibärchen schon reingedrückt. Fuck man, die waren auf 2 Minuten weg. Ja. Aber es war einfach geil. Die Haselnuss zieht sich eine Leberkäse-Semmel rein. Das Dickerchen. Und da sagt sie, ich ernähre mich ungesund, gell? Heute. Hat sie nicht gesagt. Ja, jetzt fahren wir dann, schauen wir dann die Form an. Weil wir wollten in einem Wald, so an einem Waldstück vloggen. Shooten. Schauen wir mal, wie es da ausguckt. Die Form. Und wenn sie gut ausschaut, dann machen wir es. Sie hat vorher gesagt, wie schnell geht das? Wenn die Form gut ausschaut, dann machen wir es noch. Wenn nicht, dann halt nicht mehr. Dann, wenn sie wieder gut ist, morgen oder so. Und heute Abend gehen wir noch essen oder holen wir uns was zum Essen oder schauen wir mal. Wir reden noch darüber. Bergsau, Leute. Bis dann. So Leute, wir sind jetzt beim Waldstück. Seht euch das an. Habt ihr bestimmt schon mal in einem anderen Vlog gesehen. Hier ist die Haselnuss mit der Killer-Sonnenbrille wieder. Wir machen jetzt ein paar Pokémon-Bilder und so andere Bilder, Shooting-Bilder.
in diesem Wäldchen, in diesem Waldstück. Und ja, sehr's. Yo Pieps, was geht? Wir sind jetzt fertig im Shooting hier drinnen. Insgesamt haben wir jetzt 140 Fotos auf der Digicam. Nee, da. Hier, schau meine Hand an. Weißt du das noch? Ja, Markierung, dass man sich nicht verirrt, aber ich kann mal, hier kann man sich nicht verirren. 140 Fotos auf der Kamera, davon sind Minimum 100%ig 100 Stück gut, weil die Haselnuss das super macht. Und auf dem Handy haben wir auch ungefähr bestimmt 40, 50 Fotos, oder? Mhm. Weil im Gym haben wir auch einige gemacht. Im Gym eher mit dem Handy und im Parkhaus und im Wald mit der Kamera jetzt, mit der Spiegelreflex. Super Bilder, muss man wirklich sagen. Freut mich, habe mich übelst reingestresst am Anfang, dass die Form scheiße ist, aber sie war am Anfang auch nicht so gut, aber jetzt, dann war sie gut und jetzt langsam verwässere ich ein bisschen, ist ja logisch. Ich habe jetzt 200 Gramm Gummibärchen, 200 Gramm Kirschgummibärchen, 100 Gramm Oreo-Schokolade mit Milka und 200 Gramm Reiswaffeln. Ich meine, irgendwann bei 500 Gramm oder 400 Gramm Carbs, dann fangst du langsam das Verwässern an. Und ich habe auch schon eine Dreiviertel einen Liter getrunken. Spezi natürlich. Jetzt fahren wir heim. Ich fahre heim. Ess Pangasius-Filet. Bisschen Whey. Dusch mich und dann fahren wir zum Haselnuss. Leute, bleibt dran im Vlog. Das wird heute noch richtig cool. So Leute, jetzt zeige ich euch bloß kurz die Form. Fahre mich mal bloß kurz. So ein bisschen runter. Bauch. Und das wieder hoch. Ist noch ganz akzeptabel. Ein bisschen Wasser habe ich gezogen. Fühle mich ein bisschen flach natürlich, logisch noch. Deshalb gibt es jetzt Pangasius-Filet. Dann erstmal gibt es Isolat. Dann gibt es Pangasius-Filet. Und dann werde ich noch die Reiswaffeln hier essen. Und das Spezi dazu trinken, die 750 ml. Und dann wird entweder erst gesonnen und dann geduscht. Oder erst geduscht, nein, erst gesonnen und dann geduscht. Und dann geht's zur Haselnuss, dann wird essen gehen. Leute, bleibt dran, bis nachher. Pangasius-Filet ist in der Mikrowelle. Bisschen weniger Zeit, schauen wir mal, ob das reicht. Und jetzt gibt's Whey. Endlich wieder. Fluch der Karibik. Ich habe heute nämlich nur keine einzige Eiweißquelle. Zur Feier des Tages mit ein bisschen Milch. Statt Wasser. Normalerweise trinke ich Isolat oder Whey immer mit Wasser. Weil man braucht dazu keine Milch. So Leute, da ich mich auch morgen ja wieder nach Plan ernähren werde, sprich 2500 Kalorien, weil ich ja einmal die Woche einen Cheat Day oder eine Cheat Day Challenge oder eine Food Challenge mache, die heute natürlich ansteht. Heute mache ich einfach einen Cheat Day, esse so viele Kalorien, wie ich möchte, wie ich Lust drauf habe und morgen eben dann wieder 2000 bis 2500 Kalorien, je nachdem. Ich werde ab morgen wieder 400 Gramm Blumenkohl essen jeden Tag, 250 Gramm Reis Trockengewicht, 1 Kilo Hühnchen, entweder 500 Gramm Magerquark oder 100 Gramm Isolat. Genau, so werde ich morgen essen, aber da heute natürlich nach dem Shooting ist, esse ich was ich will, deshalb gebe ich mir jetzt einen Mars Protein Riegel und einen Energy Cake Cookies and Cream. Das ziehe ich mir jetzt rein. Das dürft ihr sehen natürlich, damit das auch alles dokumentiert ist. So. Muss man alles festhalten. Erstmal gibt es den Mars Protein Riegel. Und jetzt gibt es den Energy Cake. Mmh. Der Beste. Kalorien. Wenn ich meinen Pangasius-Filet und die Reiswaffeln hier esse, wo ist mein 5000 Kalorien? Um 1:30. Die 10.000 schaffen wir. Eigentlich haben wir schon mehr, weil ich habe das Marmelade, wie gesagt, die Marmelade in der Früh nicht mit eingerechnet. Es gibt Pangasius-Filet und Reiswaffeln. So Leute, das gibt es jetzt, Pangasius-Filet.
Reiswaffeln und endlich wieder meine heißgeliebte Chili-Soße. Ich werde weiterhin kein Salz nehmen, kein extra Salz, nur diese Soße, weil ich kein Salz mehr brauche. Bisschen was natürlich, aber nicht viel hier, die Reiswaffeln. Die werfen wir jetzt einfach hier mit rein. Weg. Fett. Weg. Leute, wir haben jetzt 5000 Kalorien. Ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich habe die Marmelade nicht angerechnet. Wir sind jetzt bei 4921. Ich bin jetzt echt satt. Ich werde mich jetzt ein bisschen sonnen. 1-2 Stunden trainiert wird heute nicht, trainiert wird morgen zweimal und wieder sauber gegessen. Und ja, geduscht und dann geht's zu Hause los. Und einfach nur weil ich so lange drauf gewartet habe, gibt's jetzt noch einen Energy Cake. Cookies and Cream wieder. Und dann esse ich wirklich nichts mehr. Dann mache ich wirklich Pause bis abends. Mmh. Das ist so geil. Um sicher zu gehen, dass wir das auch machen, die 10.000, habe ich hier 9.999 eingetragen. Ich bin jetzt auf 5.466 mit dem weiteren Energy Cake, seht ihr? 806 Gramm Carbs. Leute, ihr werdet es euch schon gedacht haben, ich esse noch einen. Ich liebe die Teile. Das ist aber jetzt wirklich der letzte, weil ich muss noch Platz für Abend lassen. Bevor ich mich sonne, dusche ich mich. Ich will mich nicht mit dem Ranzen jetzt rauslegen. Schau dir das an. Apps fast weg. Aber spätestens am Montag sind sie wieder da. Ich sag's euch, es tut's nur gut. Die Fotos sind so geil geworden. Die Form war so mega. Und jetzt einmal essen einen Tag und dann wieder weiter strikt. Ich fühle mich so gut und ich bin so glücklich. Der ganze Aufwand was wert. Alles. Nur wegen den Fotos. Einfach nur geil. Jetzt mache ich sauber, Leute, dann gehe ich duschen und dann lege ich mich raus. Bis dann. Jetzt, Fam, wir haben jetzt geduscht. Uns 1,5 Stunden bzw. 2 Stunden gesonnt. Jetzt gibt's Zink, Vitamin C. Dann fahre ich zu Hause los. Nehmt euch mit, Leute. Bis gleich. Yo, Vlog, was pappen? Wir sind auf dem Weg zum Rewe. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, zum Asiaten zu gehen. Einfach, weil ich keinen Bock habe, 17 Euro zu zahlen, wenn ich schon so viel gegessen habe und eh nichts runterkriege. Ich meine, ich hätte echt Bock, mega Bock auf Asiatisch. Fuck, jetzt habe ich wieder voll Bock drauf, gell? Und die Haselnuss eigentlich auch. Aber, und der Ruby auch. Aber ich weiß nicht, 17 Euro ist jetzt nicht viel, aber wenn du dir bedenkst, dass ich dann ein oder zwei Teller esse, oder drei, okay, dann müsste ich es vielleicht schon wieder lohnen, gell? Bei drei Teller vielleicht schon. Fuck. Okay, wir entscheiden uns noch, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum Rewe, wir müssen eben mit dem Hund Gassi gehen. Deshalb wahrscheinlich Rewe und ich hole mir was zum Essen. Das seht ihr dann, das werde ich euch sagen, weil dann werde ich im Rewe filmen oder eben nicht. Und ja, Leute, ich habe seitdem nichts mehr gegessen, nur eben mein Zink und mein Vitamin C getrunken. Und wir haben gechillt, ein bisschen Instagram gemacht. Und ja, mehr haben wir nicht gemacht. Und meine linke Schulter tut fucking weh vom Stativ halten. Bis gleich, Leute. Justin und ich haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir Fondue daheim machen. Also Fleisch und natürlich noch meine 4000 anderen Kalorien. Damit ich auf die 10.000 komme heute. Ist perfekt. Genau das wollte ich. Geil. Als erstes mal Hühnchen. Dann brauche ich noch Blumenkohl für die neue Woche. So, Vlog, wir sind jetzt daheim. Ich habe gesagt, wir machen aber Fondue. Ich muss auch immer wirklich Buffet sagen, gell? Und ich esse dazu 260 Gramm Butter, 270 Gramm Butter, also 530 Gramm. Dann als Beilage gibt es eine Prosciutto di Funghi Pizza und eine Mozzarella Pizza. Ich liebe diese Margaritas. Das ist für nächste Woche mein Blumenkohl. Dann gibt es noch ein Stracciatella-Eis und ein
Ben & Jerry's Peanut Butter Cup. Ich habe 23,79 Euro gezahlt, das ist für die Haselnuss. Und das auch für Haselnuss und ihre Mama. Ah ja, also nichts für mich. Ich werde das nun schön präsentieren und euch zeigen. Viel Spaß beim weiteren Flug. Leute, die erste Pizza ist da. Schinken Champignon. Hol schnell die andere. Pizza Nummer 2. Margarita. Ben & Jerry's Peanut Butter Cup. Noch nie gehabt. Lass mal jetzt ein bisschen aufschauen. Schaut gut aus, gell? Mhm. Davon wird nur die Hälfte gegessen. Und zwar die ekligere Hälfte. Weil die Hälfte hier der Haselnuss gehört. Wieder runtergefallen. Das heißt. Hier. Das ist nice. Seht ihr den Strich? Hier. Ja, weil hier mehr ist. Hier ist nämlich mehr. Das ist niedriger. Das hier ist länger, aber hier ist höher. Ist die Hälfte. Ich bin am Ende. Von dem hier in der Pute waren insgesamt 530 Gramm. Ich denke mal, ich habe ein bisschen mehr als die Hälfte gegessen. Habe ich auf jeden Fall. Ich trage trotzdem nur 250 Gramm ein. Und dann komme ich, was lachst du? Also, und dann komme ich auf 9996 Kalorien. Die Marmelade, die ich in der Früh gegessen habe, bei den Reiswaffeln habe ich nicht dazu gezählt. Sprich, wir haben die 10.000 Kalorien auf jeden Fall geknackt, weil es waren Minimum 100 Kalorien. Minimum. Ich bin jetzt fucking am Ende, Leute. Ich werde daheim, wenn ich daheim bin, nochmal was dazu sagen zum ganzen Tag und zu der Challenge und zu den Fotos und den Tag einfach. Zu dem Vlog hier. Die Haselnuss und ich schauen uns jetzt weiter Requiem an und sie zieht sich ein bisschen was von dem Stracciatella rein. Was? Von dem Stracciatella rein. Ich bin fucking müde gerade, Mann. Und die Carbs kicken in. Ich habe 1295, ich habe 1,3 Kilo Carbs heute gegessen. Also wenn die Speicher jetzt nicht voll sind, dann werden die gar nicht mehr voll. 462 Gramm Eiweiß. 315 Gramm Fett, ich zeig's euch daheim nochmal. Ich fühle mich gut, jetzt geht das Bauchweh langsam weg und ich muss sagen, ungelogen, die Pizzen waren ultra geil. Die Margarita war nicht so gut, aber die Schinken Champignon, die Bruschetta e Funghi ist me, Mario. Hat richtig gut geschmeckt und das Peanut Butter Cup Ben & Jerry's ist übrigens im Angebot war beim Rewe für 4 Euro statt für 500 Euro. Hat richtig. Ich hätte gern 3 Ben & Jerry's. Das macht dann ein Monatsgehalt, bitte. Okay. Hat richtig gut geschmeckt. Ich habe in meinem Leben noch nicht so ein geiles Eis gegessen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich nach dem Cut bin. Sondern ich war ja schon ziemlich voll. Also ich hatte ja schon 8000 Kalorien vor dem Eis. Und was satt. Das Eis hat richtig geil geschmeckt. Aber natürlich nur für Leute, die Peanut Butter mögen. Ich glaube, die Leute, die Peanut Butter nicht mögen, sollten sich das Eis nicht kaufen. Das heißt, ihr Peanut Butter Cup. Leute, wie gesagt, wenn ich daheim bin, melde ich mich nochmal. Es ist jetzt 9 Uhr irgendwas, 9 Uhr 5. Wie viel ist es? 9 Uhr 5. Alter, ich hab's voll drauf. Ich hab's nirgends gesehen und hab's geschätzt. Ich bin voll der Mentalist. 9 Uhr 5. Ab morgen wird sich wieder clean ernährt. Das sag ich morgen, das sag ich später daheim noch was dazu. Haut's rein, bis dahin, Leute. Hallo und viel Spaß beim weiteren Vlog. Das Pub in Fit Fam. Ich bin daheim, bin mega am Arsch, Leute.
Der Akku der Kamera ist leer. Ist bereits auf Rot, weil ich so lange gefilmt habe. Cheetah war geil, Fotoshooting war geil. Jetzt wird sich ausgeruht und bald ins Bett gegangen. Ich stehe morgen um 7 auf. Ich werde mich Montag und Sonntag No Carb ernähren. Nur Hühnchen, Eiweißpulver und Blumenkohl. Und ja, das wollte ich euch sagen. Dazu morgen mehr. Weil ich jetzt, wie gesagt, immer eine Food Challenge mache pro Woche. Also 5 bis 12.000. Und an den anderen 6 Tagen die Woche Low oder No Carb. Leute, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut's rein und Peace.